So, willkommen zu dem Stream heute. Wir haben zwei Spieler auf dem Plan, jeweils von dem Alpha-Team, Academy Alpha-Team. Und wir fangen an mit Black Moon Team aus Frankreich. Wir befinden uns in der ESEA Season 25 Open, allerdings nicht in der deutschen Division, sondern in der ja, Open, sozusagen Europe. Und deswegen spielen wir unter anderem auch gegen ein französisches Team. Die ja, sind aktuell nur zu viert. Der fünfte Spieler fehlt momentan noch, deswegen war bisher auch kein Spiel zu sehen. Wir warten auch noch weiter. Bisher haben auch oder hat niemand was geschrieben, ob der jetzt irgendwann bald da ist oder nicht. Hoffe mal das Beste, dass es bald losgeht. Aber in der Zwischenzeit können wir noch mal ganz kurz auf die Lineups eingehen, würde ich sagen. Das ist doch ein Plan, oder? Also, fangen wir an bei dem Academy-Team von uns. Haben wir Danny Cash, HPXen, Horko, Treffy und der neue fünfte für diese Saison und hoffentlich auch weiteren Season ist der Wolf. Der Wolf ist der neue, hat sich wunderbar integriert. Ich persönlich durfte auch schon ein paar Mal mit ihm spielen und das hat immer aber gebockt. Also freuen wir uns auf eine rosige Zukunft. Es gibt auch eine kleine Neuigkeit, da werden wir noch später zu berichten. Allerdings kann man das auch jetzt schon spoilern. Das Team, das Academy Alpha Team von Maris wird unter Vertrag gestellt oder ist unter Vertrag gestellt. Und bekommt ein Sponsoring von Arctic. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass hier ein neues Logo bei den Sponsoren zu sehen ist. Und genau, das ist der Hintergrund. Wir haben Arctic als Teamsponsor für das Academy Alpha Team gewinnen können. Und das Team ist jetzt schon mega hyped, hat mega Bock auf die Season und wir halt auch. So, dann kommen wir zu Black Moon Team. Da haben wir einmal den Silent Kill, den Surreal, den Don Sultan und den Teal 2. Und der fünfte, lasst mich kurz nachgucken. Der fünfte wird sein Petit Trug. Petit Trug oder so. Verzeiht mir, dass ich das nicht aussprechen kann, aber das kriegen wir auch irgendwie hin, ne? So, ich mache jetzt aber noch mal ganz kurz Musik an. Lass aber hier das Spiel im Hintergrund laufen und dann beten wir einfach gemeinsam, dass es gleich losgeht. Also, bis gleich.
So, wir sind in der Messerrunde. Und damit gehen wir endlich live. Das hat echt zu lange gedauert. Naja, was soll's. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sonst mal eingestellt habe. Wenn das zu leise oder zu laut ist, müsst ihr einmal kurz Bescheid sagen. Aber wir gehen live. Map Nummer 1 in der Season für beide Teams. DE Nuke. Maersk Academy Alpha auf der CT-Seite gegen Black Moon Team aus Frankreich auf der T-Seite. Auf geht's. Hypt euch ein bisschen. Wir wollen ein schönes Match sehen. So, und es scheint schnell Richtung Rampe zu gehen. Rocco muss da ein bisschen aufpassen. Boah, schöner Klick von Rocco. Das ist auch mein Opening. So, Danny Cash fällt da aber in der Halle. Es soll trotzdem Richtung Rampe gehen. Treffy ist damit da zu supporten. So, Hocko geht runter. Treffy muss halt auch weg. Macht er gut. So, Hocko ist da gut weggekommen. Und die T's, die pushen weiter an Hocko mit dem nächsten Klick. Hocko mit dem dritten! Wow. Ich habe vorhin ja gecallt, dass die Jungs motiviert sind. Auch jetzt wegen dem Vertrag. Aber dass Orko so reinhaut. Alle Achtung. Respekt. Also, so kann es auch schön weitergehen. So, die T's, sie forcen anscheinend nicht. Sie haben nicht die Bombe gelegt. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Sie haben eine einzige Smoke. Da bin ich mal gespannt, was das jetzt wird. Ich denke mal, das geht eher Richtung Halle. Und da geht auch instant Tür die ra raus. Danny und Wolf, sie stehen immer gut. Danny kann noch den zweiten machen. Er pusht weiter, muss aufpassen wegen rechts. Aber der Support ist da von Flo. Schön gehalten, keiner gestorben. Wunderbar gemacht und die T's, sie können nicht kaufen. Es sei denn, sie forcen. Das wäre jetzt auch ein riskanter Move, der sich aber auszahlen könnte. Die Waffen bei den CDs sind jetzt nicht die besten. Wir haben nur eine Farmers. Aber sie forcen nicht. Sie spielen safe. Und wollen in der nächsten Runde dann Full Equip spielen. Bin ich mal gespannt. Also, Nuke. Das ist ja die neue Map, die Rework-Map. Und so oft haben wir die noch nicht gesehen. So, HPX mit dem nächsten Außen. War jetzt ein Eco, war nicht weiter wild. So, jetzt geht's los. Erste Waffenrunde. Wir haben keine einzige AWP auf Seiten der T's. Und das trotz der drei Ecos, also dreimal sparen. Okay. Also nochmal zurück zur Map. Die Map wurde gereworked, wurde neu gestaltet. Seitdem haben wir sie jetzt hier nicht so oft gesehen. Das Team hatte vorher auch nie so wirklich darauf geprackt. Von daher sind wir jetzt mal gespannt, was sie sich überlegt haben. Sie haben jetzt die komplette Woche auf dieser Map verbracht. Sind natürlich auch froh, wenn das dann nachher vorbei ist, heute Abend. Aber schauen wir mal. So, es wird langsam aufgebaut. Black Moon Team zielt nur ab, versucht dann ein paar Informationen zu sammeln. Jetzt Richtung Rampe. Silent Kill flasht sich da selber. Schöne Smoke von Horko. Gut getimed. So, und Wolf fällt da außen. Jetzt muss HPX aufpassen. Verwirft auch seine Granate. Und wird da jetzt eingekesselt. So, Danny Cash. Das geht jetzt gerade alles zu schnell. Rocco ist da noch an der Rampe. Noch nicht verschoben. HPX kann ansagen, dass außen mehr ist. Also mindestens zwei, sprich beide. Also eigentlich müssten jetzt beide bekannt sein. Horko zielt da auch gut ab mit seiner Scout. Taggt ihn aber nur. Kriegt den Kill nicht. So, Bombe wird durchgelegt. Der Molo kommt zu spät. Forst ihn zwar raus, aber der kam zu spät. Da hat Horko zu lange überlegt.
So, Treffy. Er muss jetzt arbeiten. Er sieht den Spieler nicht. Das spielt Teal gut. So, das ist jetzt ein wichtiger Flag, den Treffy da machen muss. Ansonsten wird das die erste Runde für Black Moon. So, schön von Treffy. Das 1 gegen 1. Hat er, glaube ich, auch gerade den Call gekriegt von HPXen, wo die AWP liegt. Jawohl. Also. Erste Waffenrunde geht an MyRisk. Das war eine sehr komische Runde von Black Moon. Ein bisschen, ja, planlos würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ja, durchwachsen. Irgendwie zwei waren außen, einer war Rampe, zwei waren Radio da irgendwo oder Vorraum. Okay. Sind wir mal gespannt, was gleich passiert. So. Es wird sich, glaube ich, aufgebaut, wieder wie eben. Und sie haben nochmal kaufen können, weil sie am Anfang gesaved haben. So, HPX in außen mit der AWP, macht den ersten Frag. Wolf weiß, dass das schon einer durch ist. Der Call kam. Boah, schön mit dem Mollo gespielt. Forst den Spieler da zurück. Und er rennt ihn genau in das Fadenkreuz rein. Schön gespielt von ihm. Und Horko, der ist on fire heute. Hält die Rampe dicht. So, kriegt er noch eine Support-Smoke von Treffy. Also bisher ist das Teamplay bei Marisk sehr gut. Die haben sich da gut überlegt, was sie da machen. So, Horko muss da eigentlich nicht steppen. Da muss einfach nur noch ruhig sein. Position ist gut. 2 gegen 4. Die Bombe ist down. Danny ist auf A. So, dann sollten geht nochmal über außen. Diesen Move verstehe ich zum Beispiel jetzt auch wieder nicht, weil er hat zwar noch eine Smoke, aber er weiß, dass die Awe da steht. Und wenn er da jetzt so rumzieht, dann müsste Flo ihn eigentlich dafür bestrafen. Flo holt auch den anderen. Also, die Entscheidung verstehe ich nicht. Ich hoffe auch, dass dieses Match jetzt nicht allzu eindeutig wird. Also, es steht ja bisher nur 4:0 gleich 5:0. Allerdings weiß ich nicht, ob Black Moon Team sich jetzt nochmal zusammenrauft. Bisher haben sie noch nicht so viel gezeigt. Und ich glaube, dieses Argument, was bei den Profi-Teams immer gecallt wird, dass sie dir irgendwelche Taktiken nicht zeigen wollen, ich glaube, das kann man jetzt hier nicht sagen. (lacht) 16:3. Alles klar. Safe Call. Direx hat das schon gecallt. Jungs, tut mir leid. Der Spoiler ist raus. Die Anzeige ist raus. So, es wird wieder nochmal aufgebaut. Torko wirft da schon fast sein ganzes Equip weg. Es ist aber auch eine Eco. Die haben ein paar Pistols gekauft. Aber es wird wieder gewartet. So, Wolf, was kann er machen? Er hat eine gute Position. Wenn Pentirook sich jetzt gleich zeigt. Jo, da ist er. So, jetzt muss der Wolf aber aufpassen. Nicht, dass er gleich eine Diegelschelle kriegt. Jawohl, smoked er ab. Die ist nicht ganz so gut. Die denied sogar eher sein Mate, den Danny. Aber Wolf, passt auf. Schild von ihm gespielt. Hat da den Fokus und es soll jetzt Richtung Rampe gehen. Horko steht da noch oben. Er kriegt keinen Support von Treffy. Und hat keine gute Position. Er kommt da nicht runter. Und wird dafür auch nicht bestraft. Treffy ist dann jetzt da. Also mutig von Horko gespielt. Wird dafür nicht bestraft. Gucken wir kurz auf das Scoreboard. Da sieht man auch nochmal das Ergebnis wieder gespiegelt auf die Kills. Also 3-3-1-1-0 bei den Ts. Und Treffy mit seinen 8-0-0. Der macht das gut. Also Treffy spielt das gerade sehr gut auf der Rampe. Er supportet Horko wirklich 1A. Verschiebt immer relativ schnell. Macht aber gut. Dadurch können sie ja, die Rampe sogar halten teilweise. Müssen sie nicht komplett aufgeben. Und
Ja, das Einzige, was jetzt ein bisschen problematisch werden könnte, das müsste jetzt Black Moon eigentlich komplett ausnutzen, ist diese Wolf-Position. Also von Danny Schöne Nate. Also Wolf ist ja jetzt hier immer in der Main und das müssten sie eigentlich mittlerweile wissen. Und wenn man halt eine AWP zum Beispiel hat, so wie jetzt bei Silent Kill, dann könnte man den wirklich einfach Richtung Pommes schicken, außen ein bisschen Stress machen. Wolf verschiebt dann nach außen, auch wie jetzt hier, dass er HPX nach außen supportet. Und dann könnte man wirklich einfach durch Pommes hier in die Main gucken und dann hier den Frag machen. So ist es wieder ein 1 gegen 4 TL Last Man Standing, aimt da irgendwie daneben. Was ist hier los? Wir wollen ein spannendes Match mal sehen. Black Moon, auf geht's. Raffen. Holt euch den Wolf. Den kann man gut aus dem Spiel nehmen. Das müssten die mittlerweile auch wissen, dass er das so spielt. Wolf macht natürlich die Frags, keine Frage. Das macht das jetzt nicht einfacher. Allerdings haben sie jetzt außen schon mehrfach angespielt und die Smokes, die liegen nicht. Die Smokes, die liegen nicht. Sie gehen viel zu früh vor. HPXen kriegt jetzt auf Doppelsupport. Treffy ist Secret da. Wolf in der Main wieder. So, Don Sulten wird jetzt sterben. In 3, 2, 1. Er zieht rum. Doch nicht. So, aber derweil. Horko hat die Rampe aufgegeben. HPXen ist da. Boah, schön gespielt von den beiden. Dieses Doppel-Orb-Setup. So, HPXen fällt zwar nochmal, aber das macht überhaupt nichts. Sie wissen, wo er ist, und er kann eigentlich nichts machen und die Bombe ist halt down unten. So, er hat noch 15 Sekunden. Die Zeit ist jetzt nicht sein Problem. Das Problem ist eher, dass er bekannt ist und schon abgezählt wird von Danny Cash, der ver... Nee, von Wolf, tut mir leid. Der veraimt. Also das Positioning von Wolf war eigentlich gerade ganz gut. Dafür ist Danny Cash da. Macht den Frag, kein Problem für ihn. Die AWP wird auch gesaved, jawohl. Also, wir haben gerade eben wieder das gesehen, dass das Außen einfach gefaced wird hier gegen die Arve. Das ist halt ein No-Go. Die wissen mittlerweile, eigentlich wissen die alle Positionen. Horko alleine auf der Rampe, Treffy verschiebt die Runtercat, einer außen bei dem CD-Container bzw. Garage und halt Danny Cash auf A und Wolf in der Main. Das wissen sie halt alles komplett, aber sie nutzen es halt einfach nicht aus. Sie finden das Rezept einfach nicht. So, die Smoke ist ein bisschen weit. Ich glaube, das ist eine Gap. Ja, hat er Glück gehabt. Danny Cash muss da aufpassen. Ich glaube, die rechnen damit. Und die Gap könnte ihn gleich. Jawohl, da ist die Gap und er kriegt die Hits. Bitter für Surreal, dass er nur eine Deagle hat. Ansonsten hätte er, glaube ich, Danny Cash geholt. So, und es soll, glaube ich, Richtung A gehen. Danny Cash mit einem guten Positioning. Er muss jetzt eigentlich nur noch hinter CD-Event. Wo will er hin? Wo will er hin? Danny Cash! Positioning. Danny wird da komplett off guard erwischt. HPXen hat die Main nicht mehr safe und das ist die erste Runde. 2 gegen 5. Treffy macht nochmal einen. HPXen den nächsten. Aber ich glaube nicht, dass sie die Runde jetzt noch holen können. Treffy, oben auf dem Cat. Was können sie noch machen? Die Bombe, sie ist nicht auf A gelegt. Und das realisieren sie ja erst jetzt. So, aber sie probieren es anscheinend nochmal. HPX hat noch die Waffe geswappt zur AK. Sie haben auch noch. Jeffy hat noch einen Molo. Der könnte den gleich einsetzen, um das Dark zu clearen. So, Jeffy mit dem ersten. Nutzt sein Molo. Jeffy nutzt sein Molo. Und das macht. Nein. Nein. Gott sei Dank. Wäre das durchgegangen, ne? Dann wäre es ein 16-0. Aber so, Black Moon mit der ersten Runde. Aber es war auch wiederum viel zu knapp. So, jetzt die Chance für das Academy Alpha Team, das Geld zurückzusetzen von den Tees. Sie haben halt drei Leute verloren. Sie müssen nachkaufen. Wir sehen es am Geld. Sie haben relativ wenig. Das Polster bei den Tees ist nicht allzu hoch, aber es geht. Sie könnten noch mindestens einmal kaufen, wenn sie die Runde jetzt verlieren sollten. Und
Ja. Die Ts, sie haben den ganzen Druck jetzt auf ihren Schultern. So, Horko mit dem nächsten. Hat 5 HP left, aber kriegt den Frag. Damit, Black Moon wieder in der Unterzahl, wieder in der Nachteilsituation. HPX mit dem nächsten kann ansagen, dass schon einer durch ist. Den muss er angesagt haben. Den muss er gesehen haben, bitte. Bombe down. Warum geht die Bombe alleine oben Cat? Kann mir das bitte einer erklären? Sie stehen in der Tabelle 0-0-0. Das ist das erste Spiel der Saison, auch für Black Moon Team. Heute Abend ist das zweite Match von dem Alpha-Team noch. Also die zweite Karte, nee, das zweite Spiel für Nuke, so. Und ja, also Tabelle aktuell. Ja, auf Anfang. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob schon Spiele gespielt wurden. Aber für die beiden Teams auf jeden Fall das erste Spiel. So, das angesprochene Szenario ist eingetreten. Black Moon hat das ja, souverän abgegeben und muss damit in die Eco. Sie haben sogar ein bisschen reingeforst. Zwei Leute haben Low, also wenig Geld. Hier Don Sultan mit 1-1-10 und nur noch 1000 Dollar über. Obwohl, er hat nicht mal Kevlar. Naja. Also, ganz überzeugt bin ich von den Jungs gerade nicht. Mutig von HPXen. Ich glaube, es soll ein Mango werden. Jetzt muss Wolf aufpassen. Wolf, oh Wolf. Schöner Spray, aber hatte ziemlich Glück, dass sie nur Pistols hatten. So, Wolf zieht rum, macht den nächsten. Holt er sich das Ace? Wolf zieht rum, holt. Jawohl! Wolf mit dem Ace! Schöner Spraydown mit seiner AK. Und wir haben die nächste Eco bei Black Moon. Sie wollen anscheinend richtig safe spielen. Ist jetzt, also klingt irgendwie komisch, aber kann man irgendwie nachvollziehen. Full Equip auf Nuke ist besser. Daher könnte man einen Argo spielen eigentlich. Also den haben wir noch gar nicht gesehen so richtig. Also zum Beispiel mit Molotow auf die Pommes rauf. Mit einer Smoke Richtung Main, die auch liegt, bevor man rausgeht. Vielleicht sogar ein Molo Richtung CT-Schacht. Ich meine, das stört jetzt bisher nicht so viel, aber. Also man weiß, dass Wolf zum Beispiel auch gerne auf Pommes steht. Das würde man mit so einem Molo einfach aus dem ja ausschließen. Horko fällt an der Rampe. Jetzt verschieben sie sogar noch mal HPXen. Kann er da noch mal einen machen? Wir haben noch drei Spieler Richtung A. Nur Treffy ist unten, kann ansagen, dass da jemand gleich durch ist. Wird ihn gleich sehen. Nein, Don Sulden. So, Wolf. Tut mir leid, da war ich leider nicht drauf. Wolf macht aber die ganzen Kills außen. Bombe ist down. Don Sulden, Last Man Standing, holt nochmal HPX mit der AWP. Aber diese Runde werden sie nicht schaffen. Es ist zwar nur ein Eco, aber sie brauchen eigentlich jede Runde, die sie kriegen können. So, er hat ihn gesehen. Als CSGO-Spieler ist das echt die bitterste Situation, die du haben kannst. Du siehst ihn, du aimst und dann ist er weg. Aber er macht ihn. 1 gegen 2, er ist bekannt. Zeit wird ablaufen. Treffy ist jetzt auch bekannt. Wird abgezielt. Boah, Treffy. Aim on point. Das war eine Respektschelle. Wir sehen es auch, Treffy. 12-1-1, 16k. Aber auch Wolf mit seinem Ace hat sich da hochgeschossen auf Platz 1. Und bei Black Moon, das läuft gerade nicht. Also es hebt sich keiner von den anderen ab. Alle dümpeln da vor sich hin. Es läuft gerade absolut gar nicht. So, und es soll wieder außen gehen. Dieses Mal machen sie es richtig. Sie werfen erst die Smokes, gehen dann rum. So, Pixen arbeitet da gut mit seinen Granaten.
So, und da sind direkt schon wieder drei Leute. Oh, hab X mit abgezielt. Da ist Wolf. Wolf macht nochmal einen. Muss er sich aber eigentlich nur noch zurückziehen. Zieh dich zurück, Wolf, jawohl. So, der Aufbau von den Tetris ist gerade nicht gut. Danny Cash hat keinen Fokus auf die Pommes. Hocke muss da aufpassen, er wird gerade umlaufen. Mit Pech wird er gleich von hinten geholt. Surreal. Kann er diese Situation für sich nutzen? Ziromet, hol ihn dir. Jawohl, Horko, kein Fokus. Danny Cash kann ansagen, dass sie durch sind. Danny, über dir. Oh, Danny Cash. Er kann jetzt nochmal die Runde entscheiden, aber er wurde, glaube ich, gehört von Petit Rook. So, jetzt dürfte er den anderen auch gehört haben. So, zwei sind low. Mutiger Move von ihm. Von Silent Skill. Aber die nächste Runde. So, wichtig, dass sie jetzt diese Runde holen. Sie haben auch mit, ich glaube, vier waren das, ne? Ne, drei überlebt. Vier wäre natürlich Optimum gewesen. So haben sie aber nochmal Geld, um dann in der letzten Runde zu kaufen. Ob sie die Runde jetzt gewinnen oder nicht, das ist dabei egal. Und das ist halt ein wichtiger ja, Nebeneffekt. Vier Runden ist für Black Moon Pflicht. Andernfalls ist diese Map entschieden. Aus dem, was man bisher gesehen hat, glaube ich nicht, dass sie bei einem möglichen 13 zu 2 nochmal das Ruder rumreißen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. So, Horko mit der AWP macht einen Frag auf der Rampe. So, er hat den anderen auch noch gesehen. Muss er jetzt einfach weg. Geh weg, Horko. Geh weg. Jawohl. Schöne Flash. So, Horko spielt das wunderbar. Und Petit Rook, der springt ihm einfach in die AWP rein. So. Die Ts sind sehr gesplittet. Wolf sieht ihn jetzt. Boah, schöner Schuss von Tell. Oder Tell. Ist ja nur ein L. So, Surreal ist durch. Er weiß, dass Horko unten ist mit der AWP. Der hat sich aber neu positioniert. So, und die beiden sind sehr gesplittet. Surreal mit der Bombe ist alleine am Vorpieken. Und wenn jetzt Horko links rumzieht, was er auch tut, und ihn callt, dann kann er gleich die Bombe einfach down machen. So, HPX, jetzt darfst du nicht rumziehen. Du musst einfach warten. Einfach warten. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, Surreal hatte jetzt keine andere Möglichkeit, ehrlich gesagt, aber er weiß, wo der Spieler ist, smoked sich dann natürlich weg, ja, okay, aber dann darf er doch da nicht so liegen. Da muss er Fake planten oder was auch immer. Aber gut. Damit, 12 zu 2, letzte Runde der ersten Halbzeit. Es geht schnell auf A rauf. Danny Cash steht da mit Treffy zusammen. Danny Cash mit seinem zweiten. Last Man Standing, Surreal außen mit seiner Scout. Facer gegen die AWP von HPX. Macht ihn auch. 1 gegen 2. Danny und Horko. Das Dream Team. So, die Bombe ist down. Danny Cash hat die im Blick. Er hätte eventuell einfach die Tür zumachen sollen. So kann Surreal jetzt einfach aus der Tür gehen. Und mit Pech holt er Danny einfach von der Seite. Danny hat da keinen Fokus drauf. Was? Er hat den noch gesehen. Surreal sieht ihr nicht. 13 zu 2. Erste Hälfte. Sehr souverän von den Academy Alphas. Und nicht gut ausgespielt von Black Moon. Gut, das Ergebnis sagt es natürlich auch. Allerdings, ja. Wie ich während das Spiel schon die ganze Zeit gesagt habe, man hat wirklich ein paar Sachen gesehen, die man hätte ausnutzen können bei den Alphas. Und das haben sie einfach nicht getan. Sie haben einfach nicht geredet oder nicht gut genug kommuniziert.
Und ja, ein perfektes Beispiel für Solo-Strike. Wenn man sich das nochmal genau überlegt, da war auch kein richtiger Go dabei. Also, ja, gut, die Außensmokes, aber das ist für mich kein Go. Das ist Standard. Und so ein richtig schönes Setup für ein Argo haben wir auch nicht gesehen. Also, Black Moon scheint sich da nicht so gut vorbereitet zu haben. So. Jungs und Readies. Jungs und Mädels, macht ready. Wir wollen den Sieg. So, Direx. 16-3. Das sieht gut aus für dich. Also eine Runde Black Moon, ja. Kriegen sie hin. Sie holen jetzt die Pistol und verlieren direkt die Anschlussrunden und dann ist 16-3. Und dann stellen wir dich an als Hellseher bzw. Wahrsager. Was? 16-4? Du hast 16-3 gesagt. Steht zumindest im Chat. Ihr könnt ja auch mal auch in den Chat schreiben, wie ihr diese Nuke-Map findet. Ob ihr das, ja, das neue Layout, die neue Aufmachung von der Map gut findet oder nicht. Mir persönlich gefällt sie sehr gut. Ich finde. Ja, der Chat vergisst nie. So, es geht los. Also, ich finde das neue Setup von der Map eigentlich richtig gut. Die Ts haben viel mehr Möglichkeiten, sich zu strukturieren, sich aufzubauen, ein Go zu spielen. Außen ist definitiv nicht mehr so leicht zu halten für die CTs. Das war früher ganz anders. Da konnte man eine AWP abstellen und dann konnte sie eigentlich so gut wie die ganze Runde da stehen bleiben und außen halten. Es sei denn, da kam dann halt so ein Smoke-Go und dann konnte man gut reagieren. Jetzt braucht man eigentlich schon zwei Leute, wie man auch bei den Alphas gesehen hat, die da außen helfen und stehen. Und ja, so Silent Kill. Was kann er machen? Er hatte eigentlich keine gute Position. Wechselt die jetzt aber nochmal. Hat ihn gesehen. Oh. Danny Cash reagiert da gar nicht. Schön von Silent Skill. Hat ein gutes Timing erwischt. Warum er jetzt komplett außen aufgeht. Weiß er überhaupt, was er macht? So, jetzt anscheinend hat er seinen Fokus wieder gefunden. Die Ts, sie sind durch. Sie machen auch den Frag. Treffy, was kann er noch machen? Er muss aufpassen. Von hinten kommt schon. Hat aber den Fokus nach hinten. Guck nach hinten. Jawohl. Hat ihn gesehen. Schöne Schüsse von Horko. Und von Treffy. Die beiden Spieler sind wieder on top. So, HPX kriegt nochmal einen schönen Headshot von Silent Skill mit seinem dritten in der Runde. Damit ist Surreal Last Man Standing 1 gegen 3. 1 gegen 2. So, die Bombe wurde gepickt. Es wird jetzt, glaube ich, Richtung A gehen. Surreal hat das aber wirklich gut und schnell aufgenommen. Und verschiebt auch direkt in den Vorraum. Das macht er gut. So, und die Ts, sie moven zu viel. Sie verraten sich durch die Steps. Also eigentlich müsste Surreal genau wissen, wo die beiden sind. Das scheint er auch wirklich zu wissen. So, und das Problem ist gerade, dass der Catch-Spieler ziemlich weit laufen muss. Okay, Surreal hat anscheinend doch kein Headset. Den Treffy hätte er hören müssen. Also so laut, wie der gesteppt hat. Tut mir leid, Direx, aber ich glaube, dem 16-3 bzw. 16-4 wird das nichts. Es sah zwischenzeitlich sehr gut aus, aber. Nein. Black Moon will einfach nicht. So. Wir gehen in den Force von Black Moon. Wir haben ja, eine CZ, eine Deagle. Die CZ wird auch direkt aus dem Spiel genommen. So, und dann Sultan mit zwei schönen Frags auf der Rampe.
Holt das 3 gegen 3. Habsixen holt nochmal den Refrag. So, Till mit dem nächsten. Er wartet da anscheinend irgendwie noch ein. So, 2 gegen 3 Situation. Sie haben beide AKs. Also die Runde ist noch lange nicht entschieden. Also sollten geht auf die Galil von Wolf. Aber ich glaube, im direkten Duell zieht er den kürzeren. So, was machen die beiden? Horko. Muss jetzt aufpassen. Till ist da oben auf Pommes. Jetzt mit ein bisschen Timing kann er da einfach rumziehen. Till. Der Frag muss jetzt aber fallen. Er muss sterben. Jawohl. Bisschen Team Attack gehört dazu. So, Horko, jetzt aufhören zu steppen. Jawohl. Jeffy hat ihn gesehen. Hat er nicht. Egal. Horko ist da. 15 zu 2. Matchpoint numero uno. Black Moon hat absolut kein Geld. Muss forcen. Wird keine Waffe haben. Bis jetzt auf eine Scout und eine MP7, wenn ich mich nicht täusche. Aber so wirklich Optimum ist das nicht. Und wir sehen es mit 4 Arkas und 1 UMP. Das wird enorm schwer. Ne, MP9, tut mir leid. So, HPX geht da vor. Macht auch den ersten Frag. So, guck mal, das ist abgesprochen. Das haben wir bei Black Moon halt überhaupt nicht gesehen. So, HPX kann ansagen, dass noch einer auf Pommes ist. Was macht denn Till da? So, Wolf. Mit 2 schönen Frags. Don Sultan und Danny Cash hatten keine Chance. So, Wolf muss jetzt sein Team-Attack da ein bisschen wieder gut machen. Ja, Treffy kriegt einen schönen Headshot. Surreal zieht sich gut zurück. So, die Rotation muss kommen. Silent Skill ist schon unten. Macht auch den Frag gegen Treffy. Bombe ist down. Oh, die liegt nicht gut. So, HPX, er verschießt. Oh, der Mollo, der ist richtig gut. Force Science Skill weg. Ein AP bei ihm noch. Muss er aufforcen, nicht, dass er gleich spellet. So, ein AP left, keine Chance. Die Runde ist lost. Schöner Tech nochmal, aber das wird er nicht mehr schaffen. Das wird er nicht mehr schaffen. So, da ist auch der Flag von HPX. 16 zu 2. Überzeugender erster Auftritt des Lineups mit dem neuen Spieler Wolf. Ja. So. Trotz des verspäteten Starts ist es jetzt erst 19 Uhr. Um 8 ist das nächste Match. Ja. Ich würde einfach mal sagen, ich mache den Away Screen an, lasse ein bisschen Musik laufen und dann hören wir uns spätestens um 8 wieder. Ebenfalls DE Nuke.